So, hi und hallo mal wieder. Ja, das ist mal wieder ein Wunschvideo. Ich wurde jetzt ein paar Mal angeschrieben, ob ich mal wieder ein paar Lego Nexonize Booster öffnen kann. Habe ich hier also, weil ich hier noch welche liegen habe. Also öffne ich jetzt Lego Nexonize Serie 2 Booster Karten. Und ihr seht, ich habe noch richtig viele. Aber keine Angst, ich mache sie jetzt nicht alle auf. Deswegen fange ich jetzt direkt an und zu schauen, was für fängt gleich mit einer Ultra an. Ist richtig cool, aber die kennen wir ja schon, die habe ich ja schon gezogen. Aber ist die wohl cool? Die gefällt mir gleich und ist auch gleich hochwertiger, richtig kostbar, aber nichtsdestotrotz. Schauen wir uns die anderen Booster-Karten natürlich auch an. Ups. Und wie gesagt, ihr schreibt mir mal wieder alles in die Kommentare über den Lego Nexonize Serie 2 oder Serie 1 könnt ihr natürlich auch schreiben, welche euch besser gefallen haben. Ob ihr sie selber sammelt und wenn ja, wie vollständig eure Sammelmappe ist. Ganz egal was, hier könnt ihr und hier sollt ihr auf jeden Fall über die Lego Nexonize Serie 2 kommentieren, schreiben, ganz wie ihr es sehen wollt. Ja, mal schauen, wie viel ich aufmache. Na, aber wenn sie so hängen. Meine Glitzerkarte liegen so ungefähr zwischen 1 und 2 Euro. Es kommt auch darauf an, welches Motiv. Aber das wissen ja die meisten von euch. Da glitzert sie ein bisschen. Ah, nee. Aber sieht auch witzig aus. Ah, es sind schon ein paar schöne Motive dabei, das muss man ja echt sagen. So, und das ist schon das fünfte Lego Nexonize Booster. Und mal wieder eine Ultra. Müsste ich aber allerdings auch, glaube ich, schon haben. Aber schaue ich natürlich gleich sofort mal nach, wenn ich sie nicht schon alle voll habe oder die Sammelmappe vollständig habe. Ups. Weiß ich jetzt gar nicht aus dem Kopf. Habe ich schon lange nicht mal reingeschaut, gebe ich echt zu. Nettes Glitzermotiv, aber gelblastig. Ah, die böse Wolke. Gibt es ja verschiedene Motive von. Ich wollte gerade wieder sagen Ultra, aber ist nicht. Siebte Tütchen, drei mache ich auf, dann habe ich 10 Stück. Dann war es das mal wieder für heute von Lego Nexonize. Ihr schreibt mir dann natürlich alles in die Kommentare darüber. Auch wenn ihr gerne noch mehr sehen wollt davon. Ja! Wieder eine Ultra, aber auch wieder gelblastig. Heute habe ich es mit den gelben Karten. So,
neunte und vorletzte Boostertütchen. Kriege ich gerade mal wieder einen Drehwurm. Also das ist es nun, das zehnte und letzte Lego Nexonize Serie 2 Booster Unboxing für heute, wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt, versuche ich unter dem Video zu verlinken. Ihr schreibt mir alles in die Kommentare rüber, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet, ob ihr sie selber sammelt. Ganz egal was, hier könnt ihr und hier sollt ihr auf jeden Fall kommentieren. Das sieht richtig cool aus. Ah, den Maler, den habe ich glaube ich schon zig Ausführungen. Also das war es mal wieder von Lego Nexonize Booster. Deswegen sage ich wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.